Hallo und herzlich willkommen zu Radio Commander. Das ist so ein bisschen ähnlich wie unser Operator 112, wo wir Notfälle gemanagt haben. Nur das Ganze spielt hier im Vietnam und wir müssen uns um unsere Soldaten kümmern. Wir sind die Einsatzstelle. Und ich denke, wir wollen mal schauen, wollen mal reinschauen. Eigentlich mache ich immer sowas in der Sommerpause, aber ich habe das jetzt gesehen und ich wollte unbedingt mal wissen, wie das funktioniert. So, Herz und Verstand. Damit geht's los. Meinethalben. Juni 1965, irgendwo unweit von Bien Hoa. Die Platoons Alpha und Brava der 5. 503 und 173. Flugbrigade wurden auf eine Patrouille in die Provinz entsandt. Mein primäres Ziel ist es, die Herzen und den Verstand der vietnamesischen Bevölkerung zu gewinnen. Sprich mit den Einwohnern, zeige ihnen, dass die Regierung der USA und Südvietnams sich um sie kümmern und bereit sind, sie auch vor den Vietcongs zu verteidigen. Das ist ja der Feind, der kommunistische, ne? Hier. Das sekundäre Ziel, prüfe alle Aktivitäten der Vietcongs, von denen du hörst. Eieiei. Na dann, probieren. Sky Soldiers, welcome to Vietnam. Serving in the 173rd Airborne Brigade means living under a heavy burden. But here's your chance to take on the legacy of freedom-fighting heroes from your unit's past. After the Gulf of Tonkin incident, it has become clear that it is here, in Southeast Asia, where the front line in the war on communism has been drawn. As President Johnson once said, "We do not choose to be the guardians at the gate, but there is no one else." The communist offensive in South Vietnam must be stopped, or after the fall of Vietnam, other countries will fall, just like pieces of domino. America remembers the lesson from Munich and will never step down to the dictatorship. You will be fighting with a sinister enemy, leading its so-called War of Liberation. But be sure that Viet Cong has nothing to do with liberty. It is all about enslaving the freedom-loving people of South Vietnam and subordinating them to North Vietnamese communists and their masters from Red China. We are superior in weaponry and training. Our cause is just. This will be a very short war. You will be celebrating Christmas back on Okinawa, I guarantee. Hatten Sie das nicht schon gesagt beim Zweiten Weltkrieg? Dass Weihnachten alles vorbei ist? So, willkommen, Commander. Um eine Mission zu starten, musst du das Funkgerät einschalten. Jo, dann schalten wir das Funkgerät einfach ein. So, du kannst Nachrichten erstellen und sie mit der Oberfläche des Funkgeräts abschicken. Zugeschaltete Taste drücken. Was für eine. Ich kann es ausschalten. Kann es einschalten. Mehr kann ich ja nicht. Aha. Um eine Dialogoption auszuwählen, kannst du. Ja, okay. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist Papa Bär. Was soll ich machen? Good day, ladies and gentlemen. This is Papa Bear. We have a beautiful day ahead of us, with air humidity at 95% and 102 degrees Fahrenheit. Our task today is simple. We want to win the hearts and minds of the South Vietnamese people. Alpha Squad is visiting a nearby village, making friends and chatting about Viet Cong activity. Bravo Squad is laying on the hill, awaiting further instructions. Over. Papa Bear, this is Alpha. 36, man,
Reporting for duty. Out. Okay. So, wir brauchen die Karte hier. Wenn ich auf der Karte umschaue, ja, ist schon klar. Kann ich ranzoomen, wegzoomen, hin und her zoomen. Whatever. Okay. Ich sehe Position meiner Einheiten. Hier haben wir eine. Und die könnte ich zum Beispiel in die nahegelegene Village. Aha. Ja, mit der. Warte mal, halt. Wie komme ich hier wieder raus? Ach so. So hier zumindest nicht. Keine Ahnung, aber. Ich schieb dich mal. Was weiß ich, hier an den Rand. Im Kartenmodus kann ich ganz besondere Tools verwenden. Ich kann neue Kennzeichen hinzufügen. Ach so. Oder sogar auf der Karte malen. Echt. Also zum Beispiel. Aha. Ja, das. Okay. Und wie kann ich das wieder ausschalten? Du kannst jedes dieser Ziele anklicken und den Standort auf der Karte zu sehen. Mhm. Wie kann ich dann eigentlich PPP? Achso, weil ich PPP reingeschrieben habe. Oh, ja. Jetzt habe ich alles verrückt gemacht. Ja, aber wie kann ich immer wieder zurück? Das haben sie mir noch nicht gesagt. Welche Taste ist dafür verantwortlich, dass ich... Ah, okay. Ich verstehe. Wir machen nochmal hier erstes Platoon. Machen wir das blöde P hier weg. Hä? Jetzt hat er mir die ganze. Jetzt hat er mir alles weggemacht. Das ist doch blöd. Verbündete Infanterie. Ich will doch nur. Ich will doch eigentlich nur die verbündete Infanterie Platoon 1 nennen. Oder Alpha. Alpha. Alpha ist besser, glaube ich. Das klingt dann auch gleich. Platoon Alpha, genau. So, was ist was ist denn jetzt? Ihr habt irgendwas von H gesagt. Ach, Details. Okay. Was mache ich da oben mit... Hier habe ich Kartenwerkzeug. Hier habe ich das HQ. Hoffentlich, wenn es in Echtzeit ist, ne? Achso, das ist das hier. Wenn es in Echtzeit ist, wird es ein Problem. So, das Alpha-Platoon ist auf dem Weg ins Dorf. Um seine Position zu ermitteln, musst du entsprechende Nachricht senden. Öffne das Funkgerät und drücke auf Einheit Bericht Position. Ja, okay. Achso, halt. Hier höhen. Alpha. Bericht erstatten, bitte. Eure Position brauche ich. Jetzt. Alpha, this is Papa Bear. What's your position? Over. Papa Bear, this is Alpha. Reporting position 2, 3, 1, 5, 9, 4, 7. Moving.
Und wie ist so euer Status, Jungs? Ja, mal interessant. Alpha, this is Papa Bear. What's your status? Over. Papa Bear, this is Alpha. We are moving to destination. Reporting no KIA. Zero wounded. Our morale is excellent. We're fresh. Ammo full. Out. So, Papa Bear ist auf dem Weg. Was haben Sie gesagt? Welche Position? 200. Warte mal, wir gehen los. Nach 245? Was wollten ihr nach 245? Hab ich euch die 923. Wieso geht ihr dorthin? Hab ich euch da irgendwas gesagt, dass ihr hier hingehen sollt? Da gehen sie ja praktisch hier hin. Sehe ich das richtig? Also, ungefähr. So hier. Irgendwo. Irgendwo hier. Papa Bear, this is Alpha. We're in the village, sir. Ach nee, sind doch in der... There are a few Arvin soldiers here. They look awfully bored, over. Arvin soldiers? Echt? Ja, wartet mal kurz, Jungs. Dann seid ihr ja doch im Dorf. Und dann seid ihr wahrscheinlich auf der Position der 231. Nee. Gehen los? 245, das passt doch nicht. Jungs, das passt nicht, euer Zeug. Das passt nicht, eure Meldung passt nicht. Das wäre blöd, wenn die nicht passt. Weil dann wüsste ich ja gar nicht, wo ihr hingeht. Das wird nix. Wärst du nicht gelangweilt, Kovax? Wieso sage ich das? Wouldn't you be bored, Kovax? Their mission is to defend the village and befriend the locals. But knights are too dangerous to stay outside the wire. So, every single evening they're hiding in their base? Kann man das hoch und runter? Ja, ich verstehe echt... Warte mal, gib mir noch mal euren Status durch jetzt. Okay, sprech mal mit dem Ältesten. Das sind anscheinend irgendwelche Stämme oder keine Ahnung. That's right. And Victor Charlie are coming out of the forest to have a quick chat with the elders about the revolution. When our Arvin boys are back in a few days, the whole village is anti-government again. It's been like this for 10 years now. Talk to those elders, Lieutenant. Out. Ja, es ist in Ordnung, aber Alpha Platoon, gib nochmal bitte deine Position an. Alpha, this is Papa Bear. What's your position? Over. Papa Bear, this is Alpha. Reporting position 2, 1, 3, 5, 9, 3, 7, out. Okay, das passt. Das passt tatsächlich. Was habt ihr denn so für Kontakte? Alpha, this is Papa Bear. You see Victor Charlie? Report all contacts. Over. Papa Bear, this is Alpha. We report no movement inside. Out. Und nur so zur Info, wie ist der Kampfstatus? Natürlich friedlich. Alpha, this is Papa Bear. What's the encounter status? Over. Papa Bear, this is Alpha. We are not in a fight right now. Out. Gut. Dann sagt mir, was los ist. Was haben wir noch für Ausblicke hier?
Ja, das sind mehr Ausblicke haben wir nicht. Ne? Also wir haben nur hier. Hier können wir das noch sehen und hier drüben. Und das war's. Alles andere spielt sich auf der Karte ab. Papa Bear, this is Alpha. We have something. One of the Papa Sands claims there's Viet Cong camp nearby. Over. Okay. Um eine Bewegung zu befehlen, müsste das Funkgerät folgendes Befehl. Ach so. Okay. Moment, ich gehe auf die Karte. Und hier sollte ein Camp sein, ne? Bei den Koordinaten, jo, 280 und 910. Okay, Entschuldigung, ich habe kurz mal geschaut. Hör dich. Ich höre dich. I hear you, Alpha. Roger, out. Ja, Moment, pass auf. Bewegt euch mal bitte in die Richtung. Auf das Dorf zu. Ne, nicht auf das Dorf, auf das Camp. Und zwar ganz normaler Marsch. Ja, aber hier, ihr sollt euch hier hin bewegen. Ne? Machen Sie das? Aber 927, das passt doch nicht hinten und nicht vorne, oder? Passt das doch? Ne, 927, doch, das könnte. Ne, das passt nicht. Das ist genau 930. Und was haben wir gesagt? 280. Das ist 245. Wollt ihr mich vergeilen? Das verstehe ich, um ehrlich zu sein, noch nicht. Es ist doch ganz klar, hier, da 280 und... Alpha, this is Papa Bear. Move to 2, 4, 7, by 9, 2, 8. Over. Papa Bear, this is Bravo. Lieutenant Coleman speaking. Bravo, step in and support Alpha. Over. Warum? Was braucht? Ach doch, Alpha Platoon, braucht ihr Unterstützung? Ach so, das müssen wir mal fragen. Alpha Platoon, this is Papa Bear. How's the situation down there? Do you need support? Over. Papa Bear, this is Alpha. Looks like we will be okay by ourselves. I expect little resistance, if at all, but it's always nice to have a backup. Your call, sir. Over. So, was heißt, jetzt müssen wir mal schauen. Wie lange brauchen denn die dorthin? Fragt man sich. Okay, dann Alpha allein weitermachen. Bravo Platoon, this is Papa Bear. Wait patiently. Alpha, proceed on your own. Out. Papa Bear, this is Alpha. Moving to 2, 4, 7, by 9 or 2, 8. Out. 247, das wäre ja hierhin. Die würden sich dann hierhin bewegen. Okay. Was können wir hier noch finden? Ansturm, Rückzug. Okay. Was ist das hier? Wiederholen. Was wiederholen bitte? Alpha, this is Papa Bear. Say again. Over. Ach so. I say again. Moving to 2, 4, 7, by 9 or 2, 8. Out. Okay, ja, aber eigentlich solltest du. Macht nochmal einen Statusbericht kurz. Mädels. Position? Jetzt. Alpha, this is Papa Bear. What's your position? Over. Papa Bear, this is
Reporting position 2, 1, 3, 5, 9, 3, 8. Moving 2, 2, 4, 6, 5. Wie lange braucht ihr? Ja, ein paar Minuten brauchen sie schon, ne? Papa Bear, this is Alpha. Destination reached. We're at 2, 4, 7, 5. Ja, gut. 9, 2, 8, out. Ist vielleicht auch gut, wenn sie ein bisschen hier dran sind, ne? Damit sie erstmal einen Überblick über das Camp hier gewinnen. Ein Befehl? Wir könnten erstmal Bericht erstatten. Was ist denn die Situation? Alpha, this is Papa Bear. What's your status? Over. Papa Bear, this is Alpha. Achso, ja, okay. Awaiting order. Nee, ja, alles gut. Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber so kommen wir nicht weiter. Habt ihr Kontakte? Alpha, this is Papa Bear. You see Victor Charlie? Report all contacts. Over. Papa Bear, this is Alpha. We report no movement inside. Out. Ja, ich habe irgendwas falsch gemacht wahrscheinlich. So, okay, dann gehen wir nochmal hin. Also, pass auf. Befehle? Nee, halt, Befehle. Bewegung? Wir müssen ja hier zu der Position. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Bewegen? Wie können wir hier einen Anstieg... Der hat's bestimmt... Ach, da. Jetzt sehe ich's. Ach, ich Dummkopf. Also nochmal. Was haben wir gesagt? Ähm, 910 280. Na, sag doch was. 910. Zack und 280. Auf geht's. Jetzt. Jetzt haben wir es im Griff. Ich wusste doch, dass das nicht funktioniert hier. Ja, 281, was soll's. So, Marsch. Das Dorf weiß ich nicht, was das soll hier. Was soll das? Nee. Los geht's. Alpha, this is Papa Bear. Move 2, 2, 8, 1, by 9, 1, 0. Over. Papa Bear, this is Alpha. Moving 2, 2, 8, 1, 0. Achso, ich sag doch wieder 281. Naja. Sei es drum. Ich glaube, das eine Ding wird hoffentlich nicht die Rolle spielen. Los geht's. Talking about this whole hearts and minds situation. Giving leaflets to the Vietnamese, talking to the locals. Instead of, you know, sir, shooting at Charlie. Private Donaldson here thinks we're wasting our time. Hey, oh, Moment, wir sind hier vom Friedenskorps. Was ist, wäre besser gewesen, wenn das Oberkommando uns bereits auf... Nee. Wir können das nicht sowohl für die Arvens als auch für die Einheimischen gewinnen. Hä? Sowohl für die Arvens als auch für die Einheimischen gewinnen. Ich mach mal das, obwohl ich bin nicht sicher, was das genau bedeuten soll. Uncle Sam has been trying to win this war for almost a decade now, with more and more grunts, money and firepower. Jack Kennedy, may he rest in peace, was right. We can't win it for Arvin and the locals. It's their country and their business. All we can do here is help. Sir, yeah. I hear you, sir. Wise words, if I might say. But Private Donaldson here says we should be shooting at something right now. And end this war as fast as possible. You should be easy for him, sir. He's from Mississippi. Problem isn't that sweet little sister of his. Sir, you know how close them southern families get. Yeah. Oder die aus Texas, ne?
So, was ist denn jetzt hier los? Wo seid ihr denn? Ach so, siehst, ich wusste doch. Kommst du nicht aus Texas, Kovacs? Ain't you from Texas, Kovacs? That's correct, sir. But Texas is on the better side of South. We are a whole nother thing there, sir. While Mississippi was still riding on alligators, we were defending the Alamo. Yeah, yeah. Defending Alamo. Kovacs sei kein Arsch, sagt Donaldson. Das bald immer schon. Nee, natürlich. Sagt Donaldson, dass hier bald sehr viele Schüsse fallen werden, ja, von mir aus. Erzähl's ihm. Motivier ihn. Tell Donaldson, there's plenty of shooting coming. I guarantee him. Out. Hallo? Hast du mich nicht gehört? Wie sieht denn eure. Wo steht ihr denn jetzt noch rum? Erzählt mal. Wo es so rumsteht. Alpha, this is Papa Bear. What's your position? Over. Papa Bear, this is Alpha. Reporting position. Dann geht mal los. Auf. Papa Bear, this is Alpha. We're getting tired. Out. Ja, was interessiert mich das? Seid ihr Platoons oder nicht? Was wir sind tired. Das interessiert mich so gar nicht. Ob die müde wären. Könnten sie natürlich jetzt. Was weiß ich. Wir können die aber noch nicht mal zurückziehen lassen. Wir lassen die jetzt weiterlaufen. Ja, nix. Was habt ihr gesichert? Was habt ihr gesehen? Wartet mal kurz. Sagt mir mal, ob ihr Kontakte gesehen habt. Alpha, this is Papa Bear. You see Victor Charlie? Report all contacts. Over. Hallo? Sagst du was? Was ist denn jetzt los? Ich höre nichts. Agiert bitte vorsichtig dort. Und erzählt mir jetzt endlich mal was. Proceed with caution. Over. Papa Bear, this is Alpha. We report no movement inside. Out. Okay. Na, immerhin. Was machen wir dann? Wo ist denn. Ihr seid jetzt dort, oder was? Ihr seid jetzt echt dort. Sag Alpha, mal was. This is Papa Bear. What's your position? Over. Papa Bear, this is Alpha. Reporting position 2, 7, 4, 5, 9, 1, 5. Moving 2, 2, 8, 1, 5, 9, 1, 0, out. Ja, dann los. Papa Bear, it's just some wild animal. I repeat, there's no danger. Out. Hm. Ja, gut. Sag mal, kriegt man das so wieder? Wie kriegt man das eigentlich wieder zu? Achso. Dann weiter auf. Papa Bear, this is Alpha. We are at the waypoint. Nobody's here now, but definitely someone was here recently. There are signs of camping and some papers. I think it's a poem. Kendrick says it's something like, turn your grief into anger. Hmm. Verrückt. Wahrscheinlich haben die Charlies den Ort verlassen, bevor wir überhaupt mit den. Keine Ahnung. Probably Charlie left the place before we even talked to the villagers. Burn the place to the ground and head for the LZ. There's no point in combing the forest now. Out. Wirklich?
everything. Moving to the LZ. Over. Okay, dann bewegen wir uns mal zur Landezone. Ist in Ordnung. Die ist ungefähr bei 283. Bewegen. 283. Und dann, wie war das da unten? 935 ungefähr, oder? Auf geht's, Jungs. Marsch. Alpha, this is Papa Bear. Move 2283 by 935. Over. Papa Bear, this is Alpha. Moving 2283 by 935. Out. Auf geht's, Mens. Papa Bear, this is Alpha. We are under attack from 281 by 910. Over. This. Papa Bear, this is Alpha. Shooting at enemy at 283 by 911. Out. Ja, ihr müsst schon ein bisschen für euer Geld was tun, ne? Alpha, this is Papa Bear. Engage. Over. Papa Bear, this is Alpha. Moving into position to engage the enemy at 283 by 935. Out. Warte mal, die sind weiter unten hier. 910. Irgendwo hier sind, werden sie angegriffen. Na dann los. This is Alpha. We have wounded. Over. Ja, was soll ich, denn tun? Ich kann ja. Kann ich irgendwo Unterstützung? Verdammt. Kann ich nicht irgendwo das Alpha-Blut. Haben wir nicht noch Unterstützung hier? Ja, wundet. Ja. Wir lassen es ja weiter vorrücken. Oder? Mein Verwundeter, sind wir mal in einem Krieg? Alpha, this is Papa Bear. Engage. Over. Papa Bear, this is Alpha. Moving into position to engage the enemy at 283 by 935. Out. Was können wir eigentlich noch mit dem HQ hier machen? Achso, nix. Was können wir. Achso, hier unten ist das. Aha. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Du bist. Wo seid ihr zur Position? 283. 283. 935. Ach, 935, ja. Genau. Ihr sollt ja in die Landezone. Alles gut? Wir lassen mal laufen. Papa Bear, this is Alpha. Sir, those Victor Charlie fighters are very determined. We are wasting them in tons, but that's not stopping them. They are hopping over their comrades' bodies. Ja, dann. Okay, wir haben es versucht. Wir können dann am Ende sagen, wir haben es versucht. Rückzug. Alpha, this is Papa Bear. Retreat. Over. Papa Bear, this is Alpha. Understood. Retreating to 283 by 935. Out. Ja, dann auf geht's. Papa Bear, this is Alpha. No longer under fire. Out. Ist doch schön. Wie sieht denn der Status aus, Jungs? Alpha, this is Papa Bear. What's your status? Over. Papa Bear, this is Alpha. We are shooting, reporting no KIA.
11. Wounded. Our morale is excellent. We're tired. Ammo full. Out. 11 Verwundete. Wow. Wie groß ist denn überhaupt das Platoon? Ja, dann. Ja, ich lass mal laufen, oder? Papa Bear, this is Alpha. Shooting at enemy. At 281 by 912. Out. 281. Holy shit! Those are some furious Charlie! We sure could use some support! Wieso seid ihr noch da unten? Ihr wart doch noch gerade oben. Ja, für Unterstützung ist richtig. Ich würde ge... Ach, da ist meine... Na, Gott sei Dank. Befehl. Können wir einen Luftangriff wagen? Ja, von mir aus. Ich weiß nicht, ob wir dann unsere eigenen Truppen beschießen, aber es war damals so. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist jetzt hier, was wir treiben. Weil das könnte jetzt die eigenen Truppen natürlich treffen. Hätten sie vielleicht erstmal vorwarnen sollen oder so, oder? Also, ja. Luftangriff. Cormorant 1, this is Papa Bear. Give him hell at 281 by 912. Uh-oh. Over. Uh-oh. Papa Bear, this is Cormorant 1. Roger, get ready for fireworks. Moment. ETA, 6 minutes. Okay, 6 Minuten. Dann muss ich meine Leute hier rückziehen. Alpha, this is Papa Bear. Retreat. Over. Papa Bear, this is Alpha. Nothing we can retreat from. Out. Was? Ich habe extra einen Luftangriff gemacht. Papa Bear, this is Cormorant 1. Dropping name. Ich hab nen... Oh Gott. Haben die nicht gerade gesagt, die waren unter Feuer? Jetzt schmeißen die dort Napalm ab. Papa Bear, this is Cormorant 1. Job complete. Out. Damn, Cormorant 1! You burnt them good! Naja, schon, aber habe ich euch nicht mitgegrillt? Nur so. Ja, dann könntet ihr jetzt mal endlich euch bewegen? Und zwar auf... Ach, wie war's? Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Die 283 oder so ähnlich. Ich soll doch zur Landezone. Also ihr tut mir manchmal echt ein paar komische Informationen bringen, muss ich sagen. Alpha, this is Papa Bear. Move to 283 by 935. Over. Papa Bear, this is Alpha. Moving to 283 by 935. Out. Los. Papa Bear, this is Alpha. Shooting at enemy at 282 by 912. Out. Also manchmal sind die Koordinaten recht merkwürdig. Schaut mal hin. Die sind jetzt kurz. Die sind schon wieder hier, ne? Das wird hier irgendwie nix. Greift jetzt nochmal an. Wir haben doch da einige erledigt, oder? Wollen wir nochmal? Wollen wir hier nochmal? Komm, wir machen jetzt nochmal einen Luftangriff auf 282. Und hoffen, dass wir echt nicht unsere treffen. Das wäre natürlich... mega blöd, ne? Was weiß ich, ne? Auf geht's. Cormorant 1, this is Papa Bear. Give him hell at 282 by 912. Over. Blödes Napalm. Papa Bear, this is Cormorant 1.
Roger. Get ready for fireworks. Man müsste, man müsste den, der Alpha Squad müsste man dann mitteilen können, dass sie, wisst ihr, dass da irgendwas im Gange ist. Alpha, this is Papa Bear. Do you copy? Over. Papa Bear, this is Alpha. Papa Bear, this is Alpha. VC surrenders. Out. Anscheinend ist alles gut. Und es gibt nichts mehr, was wir in dieser Mission lernen müssten. Wie geht's weiter? Was ist unsere Aufgabe? Ja, wir können natürlich dann auch und müssten das. Achso, zur Landestelle, ne? Müssen wir zurück. Okay, ja, los, auf geht's. Jetzt habe ich euch die Anweisung habe ich euch jetzt schon tausendmal gegeben. Das wisst ihr hoffentlich. Geht jetzt bitte nach ...283... und was haben wir gesagt? 935 oder so ist. Auf. Alpha, this is Papa Bear. Move to 283 by 935. Over. Papa Bear, this is Alpha. Moving to 283 by 935. Out. Ja, dann los. Auf, Jungs. Papa Bear, this is Cormorant 1. Nein! Out. Jetzt braucht er keine mehr. Papa Bear. This is Cormorant 1. Job complete. Out. Ah, das sind Zeiten des Klimaschutzes. Ich hasse es. Papa Bear, this is Alpha. I have to tell you, Captain. If all Charlie are so determined, we have a problem. It looked like they wanted to win a lot more than we did. They were ignoring KIA on their side. Only interested in tearing us to pieces. And the hatred, damn. They sure hate us, sir. Ja, wen wundert's? Wen wundert's? Na? Die haben echt ihre Gründe, uns zu hassen, Kovacs. They have their reasons to hate us, Kovacs. Papa Bear out. Ihr seid hoffentlich noch auf dem Weg, ne? Papa Bear, this is Alpha. We're closing in on the LZ. No enemy in sight. Over. Alles gut. Na dann, auf geht's. Sir, if I may, the fight today, it was intense. Oh, Entschuldigung. Ich muss ihn erst ausreden lassen. Ich habe gedacht, ich könnte vorher schon den Hörer... Aber wenn ich den Hörer abhebe, ist das so wie ein Funkgerät, ne? Wenn ich auf die... wenn ich hier drauf drücke, dann kann der mich ja nicht mehr hören. Ne? Dann kann ich ihn nicht mehr hören, genau. Also ich höre dich, Kovacs. Ihr habt gute Arbeit geleistet. I hear you, Kovacs. You boys have done well. Looks like somebody had his cherry pop today. Congratulations, my boy. From now on, you're a true American-born killer. Ja, genau, das wollen oh, wir. Oh, shut up, Preacher. Sein. Be serious. I don't think I should be writing about this in a letter to Lou Ann. Kann man da irgendwas dazu sagen? Wer? Lou Ann? Wer ist Lou Ann? Who? Lou Ann. That's... Our little bull's white princess. Good advice from old comrade. Let today be our little secret. Alpha hat sehr viel Erfahrung im Kampf gewinnen können, aber Bravo ist immer noch grün in die Ohren. Ich habe Comran zweimal gerufen. Oh, Reisfelder wurden zerstört. So werden wir die Herzen und den Verstand der Einwohner nicht gewinnen können. Das ist wohl wahr.
Das ist wohl wahr. Wir haben 12 Gefallene. Ich denke, es waren keine Gefallene. Achso, Verluste des Feindes, ne? Eigene Verluste haben wir keine. Verletzte haben sie 30. Mhm. Naja. Schön, nenne ich anders. Ne? Wir sind aber im Veteranenmodus, das muss man natürlich bedenken. Achso, wartet mal. Du hast nicht über deine Zweifel gegenüber den Dorfbewohnern gesprochen und die Handlung 73 hat sie in Ruhe gelassen. Okay. In den folgenden Wochen wurde das Dorf von Wettkongsheim gesucht. Einige der Älteren wurden wegen der Kooperation mit dem Feind exekutiert. Wow. Wow, wow. Ja, das war eine intensive Zeit. Ne? Wir werden uns mal ein bisschen in diese Zeit, wer da mitkommen will, hineinversetzen. Mit all den schlimmen Dingen, die da passiert sind.